Gerade im Bereich der Ernährung ist es seit vielen Jahren gängige Praxis, dass eine sinnbildliche Sau nach der anderen durch das Dorf der ernährungstechnischen Wundermittel getrieben wird. Zu diesem erlauchten Kreis gehören auch die Omega-3-Fettsäuren, die uns in nahezu jedem Blog, Magazinartikel oder TV-Beitrag zum Thema gesunde Ernährung begegnen. Trotz der beinahe inflationären Bewerbung dieser Fettsäuren bleibt der Informationsgehalt im Rahmen derartiger Publikationen doch darauf beschränkt, dass sie gesund und hauptsächlich in Seefisch enthalten sind. Diesen Umstand haben wir uns zum Anlass genommen, den langkettigen Fettsäuren ein eigenes Video zu widmen und einige essentielle Fragen zu klären. Warum überhaupt Fette? Bevor wir jedoch im Detail auf die Omega-3-Fettsäuren eingehen möchten, gilt es noch mit einem grundsätzlichen Missverständnis aufzuräumen. Nämlich dem Mythos, dass der Fettkonsum per se schlecht für die Gesundheit sei. Eine der Ursachen für den schlechten Leumund der Fette ist neben der wahrgenommenen Verbindung zum körpereigenen Fett vor allem die wissenschaftliche Fehlinterpretation der vergangenen Jahrzehnte. Diese haben den energiereichen Makronährstoff hauptsächlich in Misskredit gebracht. In der Folge war es gängige Praxis, dass insbesondere Kraftsportler die Fette mieden wie Teufel das Weihwasser. Zu Unrecht, wie mittlerweile klar ist. Fette sind nämlich alles andere als schädlich. Ganz im Gegenteil. Sie sind essentiell, da sie ebenso wie Proteine nicht durch körpereigene Stoffwechselprozesse hergestellt werden können und daher extern über die Nahrung zugeführt werden müssen. Warum Omega-3-Fette für den Muskelaufbau von Vorteil sind? Im Konglomerat der Stoffwechselprozesse nehmen insbesondere die langkettigen Omega-3-Fettsäuren einen sehr prominenten Platz ein. Zumal sie bei weitem nicht nur als Energieträger dienen, sondern auch an der Synthetisierung von wichtigen Hormonen, Prohormonen und Enzymen beteiligt sind. Während der Einfluss von Omega-3 auch auf andere Hormone sehr groß ist, so steht für Fitnesssportler dabei doch in erster Linie das Testosteron im Fokus. Das männliche Sexualhormon ist neben dem Human Growth Hormone die Haupttriebfeder hinter dem Muskelaufbau. Und tatsächlich belegte die Wissenschaft eine Korrelation zwischen dem Testosteronspiegel und der Aufnahme der mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Studien belegen indes, dass eine mangelnde Aufnahme von Omega-3-Fetten den Testosteronspiegel absinken lässt, womit sich der Muskelaufbau verschlechtert. Im Umkehrschluss profitieren Kraftsportler also von einer optimalen Omega-3-Versorgung. Darüber hinaus fördern die langkettigen Fettsäuren einer US-amerikanischen Studie zufolge die Insulin- und Aminosäureresistenz des Organismus, sodass sich die anabole Stoffwechselelage ebenso wie die Proteinsynthese langfristig verbessert. Omega-3-Fette optimieren die Fettverbrennung und halten gesund. Omega-3-Fette wirken sich aber nicht nur auf den Muskelaufbau aus, sondern begünstigen auch über Umwege die Fettverbrennung. Das liegt mitunter daran, dass Omega-3-Fettsäuren die Produktion von Mitochondrien positiv beeinflussen. Unterm Strich bedeutet das schlicht und einfach, dass der Organismus durch den Zuwachs an Zellkraftwerken dazu in der Lage ist, mehr Energie freizusetzen. Das ist sowohl für die Leistungsentfaltung als auch für die Reduktion von Körperfett ein ziemlich interessanter Faktor. Abgesehen von den genannten Hauptfaktoren impliziert die Aufnahme dieser langkettigen Fettsäuren zahlreiche weitere gesundheitliche Einflussfaktoren, die sich ebenenübergreifend auf den Muskelaufbau sowie die Fettverbrennung auswirken. Neben der Gesunderhaltung von Herz, Augen sowie der Blutgefäße betrifft dies vor allem die Stärkung des Immunsystems. In der Praxis reduzieren Omega-3-Fette sowohl den auf das Gewebe einwirkenden oxidativen Stress als auch die Ausprägung von Entzündungsreaktionen. Damit sind die Ressourcen des Organismus weniger stark gebunden und können in die Regeneration und Leistungsentfaltung fließen. Apropos Regeneration. Omega-3-Fette fördern laut Studien zudem die Schlafqualität, die nicht nur für den Muskelaufbau, sondern ganz allgemein für die tägliche Leistungsfähigkeit unerlässlich ist. Fazit. Am Ende des Tages bleiben Omega-3-Fettsäure, was sie sind, nämlich ein essentieller Bestandteil einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Wenn du die Gesundheit deines Organismus fördern und gleichzeitig sowohl den Muskelaufbau als auch die Fettverbrennung optimieren möchtest, solltest du die Omega-3-Zufuhr nicht vernachlässigen. Achte aber vor allem im Zuge der Verwendung von Kapseln darauf, dass sich deine dauerhafte Einnahmedosis nicht zu hoch gestaltet. Und wenn du keine neuen Videos mehr mit geheimen Tipps rund um deine Gesundheit verpassen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Glocke.